Blöd jetzt, dass du mich gefragt hast. Jetzt bin ich nicht mehr so unbefangen. Ja, Schon einmal so gegangen bei bitte. einem Freund, dann wird lustig über etwas geredet und dich ganz inspiriert über alles Mögliche. Und dann hat er gesagt, so jetzt nehme ich's auf, weil das könnte man direkt auf YouTube tun. Dann ist mir nichts mehr eingefallen. Ja, das Problem ist halt, dass man, wenn jemand sowas macht, dass du eben halt ihn dafür auch verklagen kannst. Weil es eben halt, ne, man muss dich halt fragen. Ja, es ist Jo, alle freilich. gehen rechts. Was geht denn Das jetzt ist ab? auch gut, das ist gut, gehen wir alle rechts, weil dann steht dort einer oder Eben. zwei. Wenn wir zwei abgreifen, dann haben wir gleich drei Punkte, Kartenpunkte, und die können wir gleich verwenden für eine starke Karte Ah, oder Stil geht für jetzt eine doch. Anfangskarte. Siehst du, da sind schon zwei, und wenn wir die jetzt abgreifen, wenn jetzt noch ein dritter kommt, genau, dann greifen wir die ab. Ich mache jetzt hier links. Genau, den linken gleich kaputt machen. Springt jetzt gleich. Genau, und den nächsten auch gleich. Ich kann jetzt links. Ja, so ist richtig, wenn es so ins VB wäre. Na, Siehst hatte. du, und müssten es noch nicht drei. Ach, da hinten ist es nicht genommen worden. Die Kugel und die da runterfallen. Ja, genau. Und jetzt sind es drei und jetzt gehe ich gleich zur Basis nach hinten und hole mir die Karte. Ich gehe jetzt Ne? Mitte. Ja, ich komme aber gleich. Mit der Ruhe. Da eine rein. Ach, Scheiße, jetzt mitten. Hab gleich Krieg auch noch. Vorher nicht hatte. Mir hier schon kommen? Ja, ist sie. Die wird aus sein, bevor es noch angefangen hat. Da rollen wir richtig drüber. Ich sag mal so, für jeden Spieler beginnt das Spiel erst so richtig ab Level 10. Ist. Entschuldigung, was hast du gesagt? Für jeden Spieler beginnt das Spiel erst so richtig ab Level 10. Ach, wenn man dann zwei Karten voll hat, ne? Ja, zum Beispiel. Und Ja. man dann so richtig Punkte hat halt, ne? Richtig, das sind die meisten dann stark, also da hat man dann, was man braucht. Jetzt da werden wir nicht so gut weiterkommen, außer jeder hüpft wirklich bei uns rein. Mal zurück auf die rechte Lane. Ah, ich glaube, es geht sogar noch in der mittleren, weil die gehen weg. Ja, nee, aber wenn ich so sehe, Dann dass hätten die wir den auf der Tower da rechten gleich. Lane direkt vor unserem Dings hängt, vor unserem Tower, das ist dann weniger gut, ne? Wir sollten schon gucken, dass wir unsere Dings da verteidigt kriegen. Okay, ich gehe mal auf Ja, eben, rechts. du hast recht, es dauert zu lang. Hier da. Rechts. Ich habe mal ein PvP-Match gemacht. Da haben die ständig die Lane gewechselt. Wirklich ständig. Und dann sind sie hingegangen und haben immer gewartet auf den Moment, wo eben halt sich ein paar gebildet hatten. Und dann eben halt haben sie die direkt angegriffen. So, hier sind natürlich zwei. Jetzt nicht nur einer, das ist natürlich wieder Ich verirre mies. mich immer im Dschungel hier. Och, Boah. ich habe mittlerweile den Bogen dabei raus. Aber Ich nicht. Dabei wir habe ich es haben mir nicht noch so. vergrößert, die Karte, und genau angeschaut. Ich verirre mich immer noch. Bin hilflos hier. Will aber als nächstes einen Jungler spielen. Ich spiele ja im Normalfall eigentlich den Sensenmann. Ich meine, bei meinem Namen dürfte das offensichtlich sein. Viele Sensenmänner. Allerdings hat das nichts damit zu tun, dass ich an sich Sensenmänner liebe. Als Poster würde ich sie mir nicht aufhängen, aber in Spielen liebe ich sie. Weil da haben sie eine finstere, wirklich finstere Ausstrahlung und sind eigentlich das
das Mächtigste, was du in deinem Spiel finden kannst. Wenn ein Sensenmann erscheint, dann bedeutet das meistens schon, dass derjenige sterben wird. Das finde ich geil. Er hält viel aus. Geh schon mal zurück zur Base. Ah, ich mach den Turm hier noch kaputt. Einfach weil es gut ist. Ja. Mitte sollte verteidigt werden. Das war der Punkt. Weil zwei auf Mitte. Ich werde mich da auf jeden Fall jetzt auch hinbegeben. Und noch ein Opfer. Ja, damit. Da Slotting, danke. Und das Gute ist natürlich bei einigen Karten, wenn du sie ausrüstest, haben sie. Gibt wirklich einige Karten, wenn du sie ausrüstest, dass sie dann dir eben halt noch einen Slot schenken. Ah, kaputt. Die hast du nicht gerade eingetötet? Nein, ich bin auf der linken Lane da hoch und hab noch den gierig gewesen. Achso. Musst du unbedingt den umbringen. So, und zack. Ich hab nicht mal was gemacht, aber ich hab ein Level abbekommen. Ah, hat der sich den gekrallt. 2, 1. So, wo bist du jetzt? Ich bin Mitte. Links, rechts. Mitte komme ich auch gerade, ja. Gut. Ich schaue halt auch immer links, rechts bei den Sammlern, ob die mehr oder weniger voll sind. Dann leere ich die, weil das ist schon wichtig. Viel Kartenpunkte rechts zum Beispiel. Den hole ich mal. Ja, wir machen gerade Mitte. Brauchst nicht mehr zu helfen. Gott, die paar Sekunden investiere ich. Na bitte, genau, das waren 3 Punkte. So, mal eben healen. Komm raus da. Wenn du die Dings dir geholt hast, dann kannst du dich ja jetzt healen. Ja, die hat dich von Anfang an mitgenommen, also. Jetzt geh ich auch mit der Ulti drauf. Ah ja, genau, da wirst du noch drauf kommen. Damit stirbst du dann. Je länger das Game dauert. Deswegen stimmt auch im Forum. Ich spiele auch keinen Magier mehr. Ne, den bringe ich um. Ich finde seine Ulti eigentlich recht gelungen, wenn man sie richtig halt einsetzt, ne? Ich habe es leider schon oft genug ausprobiert, man ist einfach nur tot. Also wirst du schon noch drauf kommen. Endgame. Der ist dann leider so schwach. Du hängst dann in der Luft. Bist tot. Weil die Leute können trotzdem auf dich drauf schießen. Ja, wenn mehrere kommen auf jeden Fall, dann musst du aufpassen, dass du dann auch genug Damage machst und das richtig machst. Klar ist das an sich nur Opfergabe, aber. Um mal zu pushen, wenn du dann auch mit mehreren an einer Lane pushen tust, dann ist das gelungen. Ja, wenn es gut zusammenpasst, ja. Ist richtig. Das stimmt schon. Darauf muss man halt achten. So, wir holen uns erstmal mehr Mana. Also, und das. Weil das ist bei dem Gillian nämlich ganz, ganz wichtig. So, ich gehe jetzt mal rechts. Weil da scheint. Unser lieber Herr ich bin damit, ich versuche gerade den Turm zu machen, aber es geht nicht, da gehe ich weg. Ja. War eins nach dem anderen. Hol mir lieber da einen Karten-Upgrade. Okay. Ja, ich werde dann auch rechts kommen oder so. Ah, ist der abgehauen. Der Assassin ist der heftigste, finde ich. Also mit der heftigste. Und ich bin Level up. So, und jetzt hier. Ulti. Boom. Ihr könnt meinen Zorn nicht entkommen. Hab ich nicht mehr.
bisschen gekrallt. Ist das noch du rechts da? Nein. Andere, oder? Ja, da kann man den Turm jetzt, den Tower, jetzt schaue ich rechts noch, ob der Sammler den Gegner, ja, die Gegner haben den Sammler dort gemacht. Die Gefahr noch gemerkt. Aber sie bleibt. Also ich komme jetzt Richtung Mitte und so. Bei rechts, das dauert, bis man da reinkommt. In den Dauer, der fällt noch nicht. Ach, jetzt kann der Sammler in der Mitte machen. Das ist auch dieser Boss, da kriegt man dann einen allgemeinen, einen OP-Buff, wenn man den macht. Na, wo bist du? Scheiß auf. So, sollten wir wieder rechts, oder? Ja, Dann ich. macht der Gegner Druck. Ja, der kommt dann mit zwei. Und die Komm jetzt auch könnten mit. beide fallen. Weil die sind schon schwach, Gib mir 2 Minuten. sind schon angeschlagen. Maximum eine Minute bin ich da. Siehst Ah, du? ist schon tot praktisch. Ja, ist Genau. egal. Trotzdem. Ich bin jetzt auch da. Nein, da komme ich nicht hoch. So, bleibt es nur noch, den Dauer zu pushen. Immer schön die Karten mitnehmen. Und da bin ich ganz einschlagend, mein Auftritt. Einschlagend war mein Auftritt. Hol ich mir hier hin, dann kann ich die hier ins. Das ging ja Die jetzt fallen ja flott. um wie die fliegen jetzt schon. Das ging ja jetzt flott. Ja. Okay, ich habe ja auch noch einen Supporter eigentlich. Aber wir holen uns jetzt Dings. Was Den man auch Turm. bedenken sollte, ist eben halt, viele wundern sich, warum auf einmal ein Turm stanzen kann. Also dass du dich nicht mehr bewegen kannst und sowas. Das liegt daran, dass der Turm das kann, wenn eben halt also bekannt als Minion, kein Minion vorher den Turmbereich betreten hat. Dann können die Türme das. Ja, gegen die KI ist es halt unfair, weil Das können die Türme auch, wenn aber man auch. auf den Gegner, wenn der beim Turm ist, sagen wir bei einem eigenen Turm, ne, und du knallst auf den Gegner drauf, dann sollte der Strahl auch auf den Gegner kommen. Nur bei der KI tut er das nicht. Das macht lange das Spiel. Ich gehe zurück, weil Ach, ich. ich glaube, den Turm kriegen wir, oder? Ja, ich Naja, habe aber wenn nur keiner noch da ist, Dings. dem hast du schon recht. Aber der kommt vor. Maximum Leben. Nee, müssen wir weg, hast recht. Wollen wir nicht rein. Energieschaden dabei. Noch mehr mit Energieschaden. Mana-Regeneration. So. Aber auch 6 Kartenpunkte, die ich eigentlich jetzt ausgeben. Ich gehe jetzt Mitte. Also Mitte. Weil. Obwohl, nee, rechts haben wir noch nicht. Okay, ich komme. Oder? Da ist einer an unseren Turm. Da wollte ich eigentlich rechts jetzt pushen und dann kommt dieser Ja, da blöde bräuchten wir Assassin. aber mit vollem Leben. Perfekt. Ich bin jetzt Mitte, wie du gemeint hast. Oh, genug rumlaufende Punkte. Und tschüss. Ewig zum Abgreifen. So, ich will dich da. Wo ist denn der? Da. Ach, scheiße, jetzt ist
Siehst du, das ist das, was ich meinte. Zwar habe ich jetzt unsere Dings, Minions geholfen, aber das eigentliche Ziel ist damit nicht erreicht. Ja, der war halt leider zu weit weg. Und das Schlechte leider Nee, bei der ist diesem schwarzen weggesprungen. Loch ist, wenn die Gegner dort stehen, die können ganz normal rausgehen. Zwar Ja, nicht aber so nur schnell, langsam. aber sie können raus, wenn sie wollen. Sie müssen Ja, sich nicht da drinnen aufhalten, wenn sie nicht wollen. Und viele haben Fähigkeiten, wo sie einfach wegporten können. Ja, Sparrow oder der Assassine halt, ne, wo sie Ja. dann da Der hat zum rausspringen Beispiel können. gerade nicht. Der hat es nicht, aber der Team Blast hat es. Ja. Der bringt einfach zur Seite einen und ist weg. Oder Gideon mit seinem Loch da. Ist auch so ein Punkt. Ah, den haben wir auch gut geholt. Schon wieder einer kaputt. Ah, gefällt mir. Ja, sicher, es ist so leicht, wenn die Leute wissen, was sie tun müssen gegen die KI. Ja. Das ist echt so. Und jetzt haben wir Super sein. Die ersten könnten jetzt rechts. Wo bist denn du? Links oder Bin in der rechts? Mitte noch ab Achso. den Türen durchgepusht. Weil ich push gerade die linke Lane. Hab schon wieder 6 Kartenpunkte. Geil. Wo Ja, sind die ich auch. Base? Ja, klein. Dings bekommen. Auch so mein Albtraumgegner, sagen wir mal so, den Charakter, den ich am wenigsten leiden kann. Einfach nur, weil er für mich das Problem nonstop ist, das ist der Twin Blast. Also, Ja, der gewinnt jedes Duell. Keine Frage. ja, Der der ist gewinnt ein einfach. Problem ever, ey. In meinen Augen sogar, ja, weil Ja. er zwischen Jungler und Dings einfach die perfekte Mischung ist. Der ist halt so ein Allrounder, weißt du? Wenn man die Ja. richtigen Karten einsetzt. So, Und und er schießt halt schneller und deswegen gewinnt er die Duelle. Mein Grundprinzipiell hat ja jeder dieselbe Grundangriffskraft, ne? Nur er schießt schneller und damit ist er mal einen Schuss schneller. ja, vor allen Dingen, er ist, der schießt genauso schnell wie ein Supporter, aber hat die Angriffsstärke eines Tanks, wenn man ihn richtig mischen tut mit den Karten. Und da ist dann halt das Problem wieder. Ist jetzt gleich auch down. So, da kommt her, ihr Minion. Super, dass ihr herkommt. Nicht so viel gebracht. Aber ist egal. Oh, hat der Tom mich doch. Ach, Mist. Hätte ich mich doch noch drehen sollen. Egal. Moment, dann ist es etwas unterbrochen. Könnte von meiner Mikrofoneinstellung herkommen. Ich glaube, das ist der Schwellwert, der spät anschlägt. Aber du möchtest mich stören, eigentlich Hintergrundgeräusche nicht. Warte mal, komme ich auf meinen zweiten Bildschirm? Kannst du es eigentlich darunter schalten, den Schwellwert? So, jetzt bin ich auf meinem Dauersenden machen, Hauptbildschirm. stört Oh mich nicht. Mist. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber dann setzen wir den halt ein bisschen runter. So, da. So, jetzt müsstest du mich eigentlich bei jeder Lebenslage hören. Kann man jetzt auch zweideutig verstehen, ne? Noch Leben. Regenerationszeit habe ich soweit. Energieschaden. Und noch mehr Leben. So. Wir müssten mal Mitte angreifen. Oder vielmehr verteidigen, weil die stehen da echt in der Defense. Ja, es ist aus das Spiel. Da fällt der letzte Inhibitor. Das war's. Na, die gehen jetzt deswegen auch zurück. Ja, Ja. muss nicht unbedingt sein, dass es deswegen war. Ich habe ein PvP-Match gewonnen. Also, wir hatten einen Spieler, der AFK-Player war.
und der nichts geschissen gekriegt hat. Allerdings haben wir trotzdem durch gutes Gameplay im Nachhinein, da ist die Ulti von Dings, aber den hole ich mir jetzt. Danke. Kamerad hat mir den da reingeschubst. Hab zwar viel Leben durch die Ulti von Twin Blast verloren, aber wir haben sie beide geholt. Das nenne ich Teamplay. Ja. Und das ist das Wichtigste. Ja, Ich meine, jeden ich als Fall. Einzelner ist unwichtig. Ich reiß alleine nichts. So, Ja, kommt ähnlich. zusammen und Überhaupt, wenn sich dann drei auf einen draufstürzen, ist man verloren. Geht einfach nicht. was ich schade fand, ist, dass aus dem Trailer die Attacke von Gillian nicht existiert. Mit dem Meteoriten. Obwohl der ja mehrere Meteoriten runterhaut, aber im Trailer haut er ein fettes Ding raus. Und da frage ich mich, wo die Attacke geblieben ist. Ah, das ist nicht so gut. Kommt. Ja, kommt. Ja. Und du bist weg. Minions überlassen wir jetzt mal hier. Super fast sein. Und egal. Alles kaputt. Wenn es nur im PvP auch so schön laufen würde. Ja, aber dafür braucht man halt Teamplay. Ja. Und das besitzen viele nicht. Das war dann meine Ulti. Ich sollte zurück. Ah, hat er mich noch. Egal, das war der Sieg, wunderschön. Hat er mich noch geholt, trotzdem, ne, dass eben halt Dings ich mein Loch eingesetzt hatte. Oh, mein Handy ist auch gut geladen. Den habe ich, glaube ich, schon auf 5 gespielt, den Kilian. Ja. Ich weiß gar Das nicht, ist. welches Level Ich hat mein Gideon weiß nur, ich gerade. werde den nicht spielen, so wie er jetzt ist. Weil man eben. Man kann ihn auch nicht abbrechen, das schwarze Loch, diese Ulti. Und Ja, damit ist man eigentlich nur tot. das ist Wirklich. einzig traurige, ne? Ja.